Heute machen wir mit großen Schritten am Zusammenbau von unserem Low-Budget-Projekt weiter. Hallo zusammen, geil, dass ihr dabei seid. Bevor wir anfangen mit dem Zusammenbau, wie gesagt, vom Low-Budget-Projekt, einmal ein großes Dankeschön. Wir haben vor ein paar Tagen einen Aufruf gestartet, dass wir gerne unsere Wand hier dekorieren würden. Wir nennen sie jetzt liebevoll Wall of Fame und zwar mit euren Mofas und haben nach Postkarten gefragt. Und ja, 3-4 Leute hatten dann doch Lust, hier mitzumachen. Und genau diese Postkarten werden wir jetzt hier verewigen. Vielen, vielen Dank. Wenn ihr auch noch auf diese Wand kommen wollt, dann könnt ihr natürlich nach wie vor eure Karten zu uns schicken. Adresse blenden wir euch ein. Aber jetzt müssen wir erstmal die ersten paar Einsendungen hier verkleben. Ich würde sagen, das machen wir schnell und dann legen wir direkt los am Mofa-Projekt. Mach mal Musik jetzt, komm. So, Luca hat jetzt schon mal hier unser Mofa hergebracht. Ich würde sagen, während er jetzt hier anfängt mit dem Zusammenbau, mache ich noch die Wall of Fame fertig. Es sind doch einige Karten. Wir versuchen jetzt parallel zu arbeiten. Luca, mit was fangen wir jetzt am besten an? Wir montieren jetzt zuerst mal, also zuerst müssen wir den Lenker mal noch ein bisschen putzen. Dann würde ich sagen, fangen wir mal ein bisschen mit der Verkabelung, mit dem Gröbsten an. Tank montieren wir. Ja, und allgemein ein bisschen mit dem Zellbau. Mal schauen, wie weit wir kommen heute. Ja. Lenker ist jetzt schon mal provisorisch montiert mit dem Vorbau. Als nächstes montieren wir jetzt mal den Tank. Machen wir hier mit unseren schönen M8-Gewindstangen. Die tun wir hier direkt an den Rahmen einfahren. Können wir sie uns entsprechend ablenken und mit unseren Hutmuttern haben wir dann einen sauberen Abschluss. Sieht auf jeden Fall besser aus wie die Kreuz- und Schlitzschrauben, die da vorne drin waren. Genau. Geil. Jetzt messen wir das schnell ab und dann tun wir uns hier mit dieser Säge das Ganze schnell zuschneiden. Nehmen wir einen Meter. In der Hose, ja? Während Luca sich jetzt hier noch um die Längen unserer Gewindestangen kümmert, muss ich mich noch um ein kleines Problemchen kümmern. Mir ist da ein minimaler Fauxpas passiert. Und zwar sieht man hier am Tank oben die Kante vom Tankdeckelstutzen habe ich abgeklebt, da ich der Meinung war, dass der Tankdeckel da drüber geht. Und dann ist es natürlich doof, wenn da zu viel Lack ist, weil dann dichtet er nicht mehr gut ab. Das Problem, was wir jetzt haben, ist, dass der Tankdeckel, der original drauf ist, natürlich nicht drüber geht, sondern schön oben abschließt. Das heißt, die Dichtfläche ist nur oben. So würde das natürlich jetzt super doof aussehen. Ich habe aber, glaube ich, eine Lösung. Wir haben noch ein bisschen Lack da. Das versuche ich jetzt noch schnell zu regeln, bevor wir den dann endgültig verbauen. Ein bisschen schrübelige Döns von dem Huren. Das ist einfach ein Huren-Sau-Ghetto. Etwas ist Puch, etwas ist... Ich weiß auch nicht mehr, was ist, um ehrlich zu sein. Hast du heute Nachmittag nochmal Zeit zum Schrauben? Nein. Eben. Jetzt machen wir mal den Tank, oder? Nein, wir haben noch keine Schrauben. Ja, die Schrauben sind irgendwo, alles durcheinander. Ja, aber schau mal, nichts ist da. Ja, okay, also wenn wir heute die Schrauben nicht haben, wann haben wir sie dann nächstes Mal? Haben wir sie auch nicht. Suchen wir sie halt jetzt schnell. Fick mal, da sind so hässliche Schrauben drin. Grusig aus, oder?
Ja, wie wir jetzt gemerkt haben, fehlen doch noch hier und da ein paar Kleinteile. Wir fangen überall an, aber können nicht fertig machen. Hinten zum Beispiel fehlen uns die Schrauben. Außerdem ist hier eine Schraube abgerissen beim Demontieren. Sehe ich natürlich erst jetzt, wo alles fertig lackiert ist. Das heißt, da müssen wir nochmal rausbohren. Hier vorne fehlen uns die Schrauben für die Streben, denn die sind auch abgerissen beim Demontieren. Ist ja nicht so wild, kann man jetzt alles besorgen. Ich würde sagen, das mache ich heute Mittag auch noch und dann können wir später hier weitermachen. Bis dahin darf Luca jetzt wieder was Produktives machen. Arbeiten gehen, wir spielen nachher hier noch ein bisschen weiter. Deshalb sehen wir uns gleich wieder, hoffentlich dann mit allen Teilen. Und dann können wir alles montieren, denn auch den Tank müssen wir noch ein bisschen anpassen. Mehr dazu gleich. So, also, Luca ist versorgt. Schrauben habe ich jetzt auch gefunden. Jetzt würde ich sagen, reiß mal langsam mal was. Das war ein riesen Getrödel heute Vormittag. Wir wollen das Ding jetzt fertig kriegen, deswegen bauen wir jetzt mal so weit wie es geht noch alles zusammen. Ich würde sagen, wir fangen mit dem Tank an. Da haben wir uns hier diese Gewindestangen zurechtgeflext. Ich denke, wenn der Tank damit befestigt ist, wirkt das auf jeden Fall gerade ein bisschen eleganter. Deswegen würde ich sagen, versuchen wir den jetzt gerade zu montieren. Es kann sein, dass ich da eine Hilfe brauche, Roger, weil das ist ja alles ein bisschen Eigenbau hier vom Vorbesitzer mit den Löchern. Stell mal kurz die Kamera ab, wir sehen gleich, wie es aussieht, wenn er endlich fest montiert ist. Okay. Tschakadipakadipuh. Hörst du? Ja. Gut. Ja, der Tank ist drauf. Ich finde, es sieht sehr, sehr geil aus. Der Lenker ist noch ein bisschen hoch. Ich weiß nicht, was Luca sich da mal wieder gedacht hat. Also, Roger, da sind wir uns einig. Den stellen wir nachher noch runter, oder? Aber Tank so im Groben und Ganzen jetzt hier schön mit unseren neuen Hutmuttern befestigt. Alles fest. Der geht nicht mehr runter. Das heißt, wir könnten eigentlich weitermachen mit unseren Verblechungen hier vorne. Hinten müssen wir leider noch eine Schraube rausbohren. Aber jetzt erstmal vorne Schutzblech befestigen und Rad wieder rein. So, wir haben jetzt hier unsere schönen neuen Schrauben noch gefunden. Die lagen hier zum Glück noch in der Werkstatt. Fuck. Ja, das war jetzt umsonst. Wir haben es falsch rum drauf. Ich meine, man sieht ja, hier ist die rostige Seite. Das haben wir leider auch mit Polieren nicht wegbekommen. Und wenn wir es jetzt einmal umdrehen, sieht schon viel besser aus. Und das ist ja das, was man sieht. Deswegen drehen wir es um, machen es nochmal neu fest. Ich würde sagen, wir haben doch noch ein bisschen was geschafft heute. Warum ist mein Bein da oben? Also heute doch noch ein bisschen was geschafft. Sehr, sehr geil. Wir haben die Lampe vorne auch noch kurz montiert. Das ist ja die Originale mit Patina, wie Luca jetzt sagen würde. Also wir haben die Patina extra drauf gelassen, weil ich finde, diese Lampe hier gibt den ganzen Mofa noch mal ein bisschen Charme. Natürlich ist es komplett neu lackiert, aber auch unser Gepäckträger, werdet ihr auch noch sehen, wenn wir den montieren, auch den haben wir nicht neu lackiert. Ich denke, das ist ein guter Mix und das Konzept am Schluss wird dann hoffentlich überzeugen. Wir werden im nächsten Video versuchen, jetzt endlich die ganzen restlichen Teile zu verbauen. Krigi wird uns helfen mit der ganzen Geschichte Kette, Züge, Gasgriff, Schaltung, das muss natürlich alles noch gemacht werden. Aber ich denke, ein, zwei Stunden mit dem Krieg hier in der Werkstatt und das Ding ist fertig zusammengesteckt. Ich kann es kaum abwarten, hier auch den First Run zu starten. Aber bis dahin müssen wir es noch ein bisschen gedulden. Das ist jetzt mal der aktuelle Stand. Sieht schon richtig, richtig gut aus. Falls ihr noch Verbesserungsvorschläge habt, ne, jederzeit gerne in die Kommentare. Aber nicht vergessen, low budget. Außerdem wollten wir uns noch mal ganz kurz bedanken an jeden, der bis jetzt eine Karte zu uns geschickt hat. Ihr seht, die Wall of Fame nimmt Gestalt an. Und wir könnten nicht stolzer sein, wenn wir hier drauf schauen und unsere unglaublich geilen Kunden und treuen Fans sehen. Also vielen Dank. Wenn ihr uns auch noch eine Karte schicken wollt, einfach schönes Foto von eurem Mofa, am besten mit euch drauf machen. Schreibt gerne ein, zwei Zeilen dazu. Wir lesen sie natürlich alle und kleben sie dann hier auf unsere Wall of Fame. Roger, glaubst du, wir schaffen es bis übernächste Woche hier die Wand bis zum Mofa-Kult voll zu kriegen? Also weißt du, bis hier.
Bis hier wäre der Plan. Challenge. Wir wollen in 2 Wochen bis hier zum Mofakul gehen. Ich habe das vorher schon Luca gefragt. Er meinte, er glaubt nicht, dass das funktioniert. Beweisen wir ihm das Gegenteil. Ich hoffe, ihr habt noch ein paar Mofas, um sie uns zu präsentieren. Abonniert den Channel. Wir wünschen euch jetzt mal alles Gute. Sehen uns nächste Woche wieder im Video. Macht es gut und tschüss.